wohne seit über 42 Jahren in diesem Kiez. Und ich habe das erste Mal kandidiert für den Quartiersrat in 2008. Arbeite zurzeit mit bei der Kiezzeitung, bin in einer Arbeitsgruppe, die den Westpark gestellt. Und mache bei verschiedenen kleinen anderen Arbeitsgruppen mit und ich versuche, solange es noch möglich ist, über den Quartiersrat hier Dinge zu bewerkstelligen, die vielleicht so als Einzelne nicht möglich sind. Ich wohne ja noch nicht ganz so lange wie du, Josef, wohne erst seit 41 Jahren hier im Stadtteil und bin im Quartiersrat seit Anfang an. Das, was mich im Stadtteil besonders interessiert, ist die Überlegung und Schule, ja, um zu sehen, dass die Erlegungsschule besser in den Stadtteil integriert wird, ja, dass möglichst viele Kinder aus dem Stadtteil tatsächlich auch in diese Schule gehen. Und wir haben hier draußen den Familiengarten, das ist ja ein sehr schöner Ort, an dem sich Leute treffen können und deshalb ja, mache ich auch eine ganze Menge für den Familiengarten. Ich bin, glaube ich, jetzt das sechste Jahr im Quartiersrat, bin Rentnerin, habe früher auch mal gearbeitet, jetzt nicht mehr. Ja, habe ein Kind, auch schon erwachsen und einen Enkel und die Arbeit im Quartiersrat macht mir Spaß, hat mir viele neue Aspekte gegeben. Wir haben hier so Arbeitsgruppen und Arbeitskreise, da mache ich zum Beispiel, ich betreue das Projekt hier mit dem Kiezvideo, dann arbeite ich ein bisschen in der Zeitung mit, das ist es im Wesentlichen. Ich wohne jetzt seit 6 Jahren im Kiez. Und seit 4 Jahren mache ich Quartiersrat. Ich habe mit der Zeit gelernt, worum es alles eigentlich geht. Manchmal war es mir nicht so klar und ich möchte mich wieder dieses Mal dafür einsetzen und ich kandidiere dafür. Ich wohne jetzt seit einem Jahr hier im Kiez und zwar in der Flottfeldstraße. Bin also einer der Neubürger im Quartier. Und mein Wunsch und mein Anliegen, warum ich mich zur Kandidatur bereit erklärt habe, ist, ich möchte einfach, dass der neue Teil und der alte Teil des Kiezes, also sich auch miteinander verbinden, dass es nicht in ein Gegeneinander zwischen alt und neu hereinläuft, sondern dass die Sachen, die sich hier im Viertel auch durch den doch sehr starken Zuzug, der noch erfolgen wird durch die weiteren Baugruppen, dass das auch etwas in Harmonie erfolgen kann. Ich wohne seit 15 Jahren in Kiez, aber erst seit 2 Jahren habe ich die Aufgabe übernommen für Vergabejury. Ich bin eigentlich Polin, also bin ich dann praktisch die Vertreterin auch für Migranten. Ich bin seit über 10 Jahren der Inhaber des Rewe-Markt, das war vorher im Bolle-Markt. Kenne viele Belange von meinen Kunden her auch und bin auch im Vorstand in der IG Potsdamer Straße. Das ist so für Kleingewerbe, so ein kleiner Verein. Wir versuchen da immer die Straße, gerade an der Potsdamer Straße dass sie ausstirbt von Kleingewerbe, dass man die auch fördert. Ich möchte natürlich auch deren Interessen vertreten. Aber bin natürlich auch offen für alle anderen Sachen. Wie gesagt, ich kenne das schon, ich habe das schon mal mitgemacht. Ich bin seit 10 Jahren Mitglied des Gemeindekirchenrats der 12-Apostel-Gemeinde. Ich bin dieses Jahr pensioniert worden. Ich war 33 Jahre Lehrerin, das ist vorbei. Ich bin mit einem Mann aus der Türkei verheiratet, spreche auch Türkisch und habe 2 große Kinder. Für den Part Familie bin ich hier für die GfG, für den Bundesverband. Wir sind zwar ein Bundesverband, das war ja im Vorfeld so ein bisschen die Frage, ob wir dann überhaupt hier vertreten sein können. Aber unser Anliegen ist es also hier vor Ort, uns zu vernetzen und uns hier einzubringen. Ich kandidiere im Tandem mit Martina Brieske. Ich kandidiere für Listros e.V. Wir sind eine Ideenwerkstatt zur Entwicklung neuer Perspektiven in der Kurfürstenstraße, haben eine Galerie. Das ist eine Galerie für zeitgenössische Kunst im afrikanischen Kontext. Ich bin auch im Vorstand von der IG Potsdamer Straße
wo es ja auch darum geht, verschiedene Interessensgruppen oder auch Interessenslagen für den Kiez zusammenzubringen. Ja, ich bin die andere Hälfte des Tandems mit Regina zusammen. Ich bin Martina Brieske, Sozialarbeiterin für das Wohnheim am Schöneberger Ufer, also mit einem Stellenanteil. Und ich kandidiere, ich möchte mich für die Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund hier im Kiez, also unsere Bewohner und ja, die erst als Gäste sind und die dann auch hier bleiben und auch für andere Menschen mit Migrationshintergrund zusammen mit Regina einsetzen. Ich bin seit 5 Jahren hier im Kiez mit einem Kinderladen Anne Zoja in der Kluckstraße. Betreue dort für die Berliner Kindertagespflege 10 Kinder mit einer Kollegin zusammen und bin seit 2 Jahren jetzt hier im Quartiersrat. Könnte oder würde gern mehr Zeit investieren, kann es aber aus beruflichen Gründen leider nicht immer und freue mich, wenn ich mit einer Kollegin mir diesen Posten gut teilen kann. Bin auf jeden Fall für die Belange der einzelnen Generationen hier sehr interessiert und versuche schon die Partizipation zwischen den Altersgruppen voranzubringen. Ich bin seit 3 Jahren Lehrerin an der Lego-Grundschule gegenüber. Und wir beide bilden ein Tandem für die Bildung im Quartier. Ich bin noch nicht im Quartiersrat, wie die meisten wohl wissen. Und ich freue mich aber, mich für die Belange der Kinder einzusetzen und es soweit es geht voranzutreiben. Ich möchte mich einsetzen für vielfältige Möglichkeiten, dass Anwohner sich hier in ihrem Kiez mit engagieren können. Kunst und Kultur ist mir auch ein Anliegen. Kinderkunstaktionen, wo Künstler mit Kindern zusammenarbeiten. Und außerdem vertrete ich auch zusammen mit Josef Lückerath in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zum Gleisdreieck praktisch den Quartiersrat. Und da versuchen wir immer zu gucken, dass die Planungen, die da jetzt im Park vollzogen werden, auch im Sinne der Anwohner sind und erheben Einspruch oder ergeben Anregungen, wenn noch was zu korrigieren oder zu erweitern wäre.